Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video bei Irgendwas Games. Wir sind bei heute in Battlefront 2. Ja, ich denke mal, ihr werdet alles sicherlich hören nach dem Intro. Bis gleich. So Leute, da sind wir nach dem Intro. Ich wollte mich auch mal entschuldigen, weil jetzt hat kein Video gekommen ist, Abschlussarbeiten und so weiter. Und ja, jetzt hatte ich letzte Woche Klassenfahrt. Dafür wollte ich mich nochmal bei euch nochmal entschuldigen, da ich kein Videos gebracht habe und so weiter. So, ich hatte gestern mit einem Kumpel ein wenig Battlefront gespielt. Der hatte mir dann gesagt, dass man hier unter Home keine Bündels mehr kaufen kann, wie die Skins ja, die er so kennt. Und ja, die kann man sich ja noch holen, die Bündels. Aber jetzt kommt meine Vermutung, wie es im Titel steht. Ich vermute, also ich glaube, EA macht wieder Pay to Win. Weil ja, man kann die Skins Packs noch immer noch holen. Und zwar, wo haben wir es? So. Ja, man kann die Skins Pack noch immer noch holen. Hier, für Bündel verfügbar für 1000 Kristalle. So, jetzt dürft ihr mal ausrechnen. So ein Bündel hier hat 60.000 Quests gekostet. Und da waren dann der Angreifer, die schwere Truppe, der Offizier und der Spezialist. Und wenn man die einzeln kauft, muss man 80.000 Credits ausgeben. Und man kann ja keine Credits ins Kristalle umwandeln. Das geht ja nicht. Das heißt, man muss Geld ausgeben, um die Kristalle zu bekommen. Weil theoretisch muss man jetzt für, wenn man hier mit Credits sie holen möchte, mehr Farm, also mehr Geld, also mehr Credits einsammeln. Und ja, man kann theoretisch so ein Bündel nur noch durch Kristalle herbekommen. Was ich als Pay to Win ansehe. Also ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht oder so. Keine Ahnung, ob das jetzt nur für den PC gerade so ist oder das nur ein kleiner Bug ist. Also jedenfalls hat mir gestern ein Kumpel darauf aufmerksam gemacht. Also ich finde das richtig Pay to Win. Da man jetzt nur noch diese Bündelspaket, die man eigentlich schon für 20.000 Credits günstiger bekommen könnte, jetzt nur noch mit Kristalle kaufen kann, die man sich ja kaufen muss. Oder wisst ihr, wie man hier Kristalle, also wie ihr Credits in Kristall umwandelt? Also ja, yay, was habt ihr da jetzt gemacht? Ja, das war eigentlich ein Video. Ich werde versuchen jetzt wieder Videos zu machen. Keine Ahnung, aber schreibt mal irgendjemand EA an, wenn ihr mehr wissen wollt. Also ich finde das einfach jetzt gerade, dass man jetzt nur noch mit Kristalli Bündels kaufen kann und nicht mehr mit Credits. Pay to win. Ja. Da war es dann einfach mit dem Video. Ich finde das erstaunlich, dass das Video so hier irgendwie funktioniert, da mein CPU auf 100% immer ist bei Battlefront. Ja. Also, habt noch einen schönen Samstag, Leute, und ciao!